heute in Oderalm unterwegs und möchte da den Felsenweg laufen. Wie ihr seht schon in der Nähe, kurz nach Oderalm, herrliche Felsengebilde. Und ich bin mal gespannt, was ich noch so zu sehen kriege. Wenn ihr Lust habt, kommt doch mit. Ich freue mich. Und wie immer bei mir, steil bergauf. Schon gut aus hier. Ja, und ich bin im Moment gerade auf dem Felsenwanderweg. Der ist ausgeschildert und den laufe ich jetzt mal ab. Ja, ich bin jetzt hier am Alten Zirkel. Man sieht hier schon einen schönen großen Felsen. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, der alte Bierkeller, der diente früher drei Brauereien von Rotalben zum Lagern von Bier, was der Name ja schon sagt. Und in diesen Höhlen herrscht immer eine gleichmäßige Temperatur von 7 Grad, was zum Lagern von Bier ideal war, Sommer wie Winter. Ja, ich bin jetzt gerade auf einem schmalen Pfad hier. Der Hang hinauf und neben mir wieder ein riesiger Felsen, also schon beeindruckend. Und ich will ja zur Bärenhöhle und da bin ich mal gespannt, was mich da so erwartet. Sammeln wir noch Zunder. Immer wenn ich unterwegs bin und finde Birken, tote Birken, und dann hole ich mir Zunder, damit, wenn ich irgendwann mal in Not bin, ein Feuer machen muss, auch was hab, wo gleich angeht. Das Ganze ist jetzt nass. Ich habe einen Beutel dabei und da trockne ich das dann. Und wenn ich es brauche, ist es richtig trocken und fängt sofort an zu brennen. Das Beste, was es gibt für Feuer anzubringen.
Hier hat man eine wunderschöne Aussicht auf Rothalben. Und jetzt zeige ich euch mal noch was. Ja, und das da ist der Bruderfelsen. Wirklich beeindruckend. Wahnsinn. Das ist ein geiler Felsen. Und wieder ragt ein gigantischer Sandsteinfelsen neben mir empor. Und wenn ich dann sowas hier sehe, wäre ich total wütend. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, das anständig zu entsorgen, kostenlos. Die Leute vergeuden noch das Benzin und stellen es dann in den Wald. Eine absolute Sauerei. Da kann die Strafe nicht hoch genug sein. So. Da ist er. Wie gesagt, die Bärenhöhle ist die größte Sandsteinhöhle in der Pfalz. Thank you.
Wahnsinn. Sieht richtig super aus. Tja, liebe Freunde, mit ein paar Bildern von Rotalben im Hintergrund der Stadt verabschiede ich mich jetzt. Ich bin jetzt hier wieder am Bruderfelsen und gehe zurück ans Auto. Zu sagen bleibt zu der Tour, es ist eine schöne Tour, einfache Tour. Natürlich bitte, wenn ihr die Tour lauft, ein gutes Schuhwerk tragen. Ist einfach zu finden, folgt einfach dem F, ist gut beschildert für Felsenweg. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, ist, dass es halt in Stadtnähe ist, dass man immer Verkehrslärm hört. Aber ansonsten landschaftlich wirklich hervorragend schön. Und wenn ihr Lust habt, lauft es doch auch mal. Und mir bleibt bloß zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.